Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Meine Stimme ist ein bisschen am abkacken, aber geht schon irgendwie. So, wir sind ja stimmt, wir sind bei dem Tal der Unsterblichen, ne? Irgendwie so. Muss mal eben mein Mikrofon nochmal. So. Ja. So. Ja, doch, geht. Achso. Muss weiterlaufen. Ich dachte, es kommt jetzt gerade irgendwie eine Zwischensequenz oder so. Oh, reden kann ich auch nicht mehr. Ohne Witz. Es sind so viele. Ein paar vielleicht, ne? Ein paar. Aber irgendwie ist das mit meinem Mikrofon komisch. So. Irgendwie so. Jetzt geht's, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Es kommt immer noch, ich weiß nicht, irgendwie Mikrofon sitzt gerade nicht so, wie es sein soll. Irgendwie. Na egal. Was ist das? Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Okay. Okay. Alles klar. Dein Ernst, noch ein Lagerfeuer? Ist das denn ernst? Haben wir hier immer noch Blätter, okay. Was haben wir hier alles noch? Hier noch ein paar Sachen, die wir vielleicht nutzen können, um uns hier ran zu chillen und irgendwas zu upgraden oder so, aber nein, können wir nicht. Oh Gott, ey. Meine Stimme ist weg. Halbwegs. Nein. Oh, ich wollte schon sagen. Dass er ihre Hand nicht gesehen hat, what? Als ob. Hä? Okay. Hier hoch. Shit! Okay. Scheiße? LOL!
Alter! Heilige Kacke! Jo, Olai. Okay, den haben wir auch. Da ist hier noch einer. Was ist das jetzt? Ich glaube ja. Glaube ja, hier ist noch was. Nehme ich gern mit. Heilige Scheiße, ey. Wo muss ich hin? Ah, hier, okay. Okay. Euer Ernst! Das hat gerade ein bisschen gewackelt, ne? Heilige Scheiße, ey. Voll mit Pfeilen, okay. Nochmal ein paar Blätter mitnehmen, alles klar. Heiliger, ey. Da oben. Okay. Ich glaube, mit der Maschinenpistole sind wir sehr gut dabei. Die können wir sehr gut hier als Waffe nutzen. Wenn ich irgendwie Angst habe, dass ich gleich keine Muni mehr dafür habe. Ja. Weil die auch alle keine Muni dafür droppen. Nicht cool. Nicht cool. Noch mehr Unsterbliche. Ist nicht euer Ernte. Aua! Okay. Wie komme ich denn jetzt zu denen hoch? Achso, ja, wahrscheinlich den Weg hin. Aha. Au! Hör doch mal auf jetzt. Sind die jetzt hier? Wo sind die? Und wo muss ich hin? Oh, lol. Er ist doch hier, die sind doch hier, lol. Alter. Ich brauche Muni, Mann. Muni, gib mir Munition. Da muss ich hin. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinitys Arbeit ist getan. Okay.
Wenn du das meinst? Komische Stimme, die irgendwas geschrieben hat? Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Was? Es sieht aus wie ein was? Ich will's wissen. Ah, noch eine. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Den Himmel spaltete? Was? Jo. Gönnt euch, Schwestern. Ah, da komme ich nicht hoch, okay. Spring! Oh Gott! Und hoch. Nice. Ist hier noch irgendwas? Da komme ich wieder runter, okay. Finden Sie den Weg in die verlorene Stadt Kitesh. Ja, das kriege ich hoffentlich hin. Okay. Ah nein! Oh. Erstmal runterfallen. Ja. Mit Lederers Schatten sah das gerade so aus, als wäre das einfach der Tod so. Der Tod in der Robe so. Leben und Tod Pack verfügbar, okay. Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Fehlt dann nicht ein Nein? Nein, aber wir können dir Zeit verschaffen? Alter, ist das. Wow. Ist ja schon cool, ne? Die Kammer der Seelen. Alter! Muss dort sein. Thumbnail! Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Eieiei, auch noch so ein Text. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Ob der immer noch lebt? So, ob der auch unsterblich ist oder so? Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, das ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Wer... Oh! Mann, ich dachte sie... Lara, mach doch nicht so eine fetten Pausen, Mensch. Ich dachte, sie hat zu Ende erzählt. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben.
Wo? Da! Ja komm, ich nehme mal Holz und Federn mit. Ach, wir sind voll mit Federn, okay. Wo können wir das denn anbringen? Da. Nee, da hinten. Komm mich nicht an. Ah? Jetzt mal ehrlich. Na egal. Gehe ich halt so weiter. Ich dachte, ich kann das jetzt irgendwo anbringen, aber nein. So aussieht er nicht. Die sollte ich ausschalten. Alle Glocken abschneiden. Okay, wo sind die ganzen Glocken? Da ist so ein Dings. So. Zum Ranhängen. Da oben ist eine. Go, Lara! Okay. Mehr Federn? Die Federn brauche ich alle nicht. Wie komme ich denn da hin? Durch das dort. Okay. Nee, gar nicht, oder? Komme ich da überhaupt ran? Shit, nein! Oh, fuck! Shit, sie schießen auf mich! Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Oh, lol! Wo kommst du denn her? Oh, lol! Furchtlos, Errungenschaft. Nice, bin ich cool. Was ist hier drin? In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Ach. Der mongolische Soldat musste autark sein. Und warum steht der denn immer auf und wieder setzt sich wieder hin, Alter? Kann man ja gar nicht zielen. Mann. Geh hoch. Okay. Ja, ist, ich kann nicht zielen. Ohne Witz, ist unmöglich. Gerade. Meine Maus bleibt einfach nicht still. Ich kann nicht zielen. Meine Güte. Alter, ich kann nicht zielen, das ist gerade nicht möglich bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Ey, das ist... Geht nicht. Geht einfach nicht.